Welcome to Peak Time Trans Essentials. Broadcasting live from the Double F Studios, Minden, Germany. Ja, ihr Lieben, da sind wir und winken in die Kamera. Da haben wir jetzt selber gerade noch mal ganz, ganz, ganz gespannt zugeguckt mit dem, was hier so abging. Muss man dazu sagen, geil. Ja, Heiko, war's. Ich kann nur sagen, Applaus, Applaus, Applaus. Geil. Also auch wenn mir ein bisschen das Herz geblutet hat, wo ich diese tollen Bilder hier gesehen habe gerade. Ja, was will ich machen? Da saß ich nun im Bett, ihr Lieben, mit meinem kaputten Fuß. Selber schuld, sagte man mir, wenn du dir auch einen Fuß brichst, irgendwie ja. Vor so einem Event. Ne? Das war ja nicht das Einzige. Erst Paul Kalkbrenner, dann jetzt hier Estate of Trance. Was will ich sagen, Leute? Ich gelobe Besserung, also ich werde mir keine Füße mehr brechen und verspreche euch die nächsten Events, da sind wir dabei. So, das war mein Statement. Was hast du zu berichten, mein Lieber? Erzähl. Was soll ich sagen? Ich kann eigentlich nur so viel sagen, wir hatten Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Na ja. Ich glaube, dieses kleine Video, dieser kleine Teaser, den der Kollege Patrick da fertig gemacht hat, vielen Dank erstmal dafür, das ist schon mal großes Kino. Der zeigt ja nur einen minimalen Teil von dem, was wirklich da an dem Abend los war. Und für die, die auch so, ich meine, man kann es gar nicht erklären, man muss einfach mal bei gewesen sein. Ja, wir waren ein wenig geplättet. Es gab wahnsinnig viel zu sehen. Es gab noch mehr Leute. Es gab so viel Spaß. Wir haben Dinge gesehen, die man vielleicht auch nicht sehen möchte. Und und wir haben festgestellt, dass man wirklich für Trance nie zu alt ist. Denn ich bin hiermit middle-aged, wie man das so gerne heutzutage auch sagt, wirklich auch da im mittleren Alter gewesen. Und wir haben also Leute gesehen, die könnten durchaus mein Opa und meine Oma sein. Und die sind da abgegangen wie die Zäpfchen. Also es ist unfassbar gewesen. Plus eine wahnsinnige Stimmung. Und wenn man so auf so einem Main-Floor war und hat dann gesagt, ach komm, wir gucken mal so auf die anderen Stages, wie es denn da aussieht, und ist dann in die nächste Halle gekommen, die genauso groß war, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was wir da erlebt haben. Gerade was die Künstler angeht. Ne? Ja. Also ich habe es angekündigt, ich habe es euch ja gesagt und vorgewarnt. Also da kommt eine Menge auf euch zu. Es ist groß, es ist weit, man ist danach platt, wenn man rumgelaufen ist. Aber man erkennt, okay, so. Und man erkennt und sieht eine Menge. Und du hast es eben gerade so schön gesagt, Trance kennt kein Alter. Nein, und da hast du jung und alt zusammen verbunden. Und man muss sagen, es ist eine tolle Atmosphäre. Ich habe es vorletztes Jahr erlebt, du jetzt dieses Jahr. Und ich kann nur sagen, wir arbeiten darauf hin, dass wir alle zusammen hier mal ein großes Ding starten und das Ganze richtig chartern und dann wirklich nochmal nach Utrecht, nach Holland einmarschieren. 2 Jahre. Ihr habt jetzt 2 Jahre Karenzzeit. Die 950 wird denn ja in 2 Jahren sein, wenn er seinem Motto treu bleibt. Die gar nicht wahr. Nächstes Jahr, ne? Nein. Nächstes Jahr. Ist demnächst. Ja, demnächst. Schon wieder. Demnächst. Schon wieder. In einem Jahr und dann haben wir die 1000 in 2 Jahren und so soll es sein. Leute, ja. Was wollen wir sagen? Wir haben natürlich hier richtig Bock mitgebracht wieder. Heiko hat eben schon, musste mich schon ein bisschen bremsen. Ich habe heute richtig, richtig Bock wieder mitgebracht. Wir haben ganz viele geile Scheiben. Das jetzt alles aufzuzählen, würde schon den Rahmen sprengen. Denn ist wir wollen gleich richtig reinstarten mit der geilen Musik. Herzlich willkommen den ersten 17, fast 20 Zuschauern, die schon wieder mit dabei sind hier, im Wohnzimmer sitzen oder wo auch immer oder unterwegs großes Kino, sind. Schön, dass ihr da seid. In China, in Deutschland, international. Wir geben hier richtig Gas, so viel steht fest heute. Wir haben hier richtig was zum Abrätseln. Die Trackliste ist vollgepackt. Wenn ihr irgendwann Wünsche habt hier für diese Show, ihr Lieben, an den Kollegen Epix oder meine Wenigkeit Mr. Eaglewing, dann einfach an yourwish@peaktime-transessentials.com. Da geht die E-Mail hin und dann werden diese Teile hier auch geil in die Sendung platziert und mit reingebracht. Wieso heute zum Beispiel beim Peep Time Walk. Ja, man hört die Vögel schon singen. Ja, man hört die Vögel zwitschern, ihr Lieben. Also, wir haben hier schon mal Spaß im Studio. Da geht es schon mal richtig rund. Und jetzt steigen wir gleich ein ins Programm. Und alle weiteren Infos natürlich immer während der Sendung hier in der Wild- und Tonregie. Als erstes der Kollege Epix. Vielen Dank.
Gerne. Und am Mixer, den ich jetzt freigebe hier für den anderen Kollegen, ja. Der Kollege Eagle-Wing. Und ja, schön, dass ihr da seid nochmal. Wir haben es gerade gesagt. Ich würde sagen, wir machen jetzt den LL, den Looplöser und dann... Ja. Dann geht's hier gleich richtig los und ihr Lieben, genau. Postet mal in die Kommentare, was ihr hier von unseren T-Shirts haltet und unserer Gold-Kollektion. Unser sagen, Golden Boy ist gleich am Start, nachdem ich hier gemixt habe. Ja. Größer, schneller, weiter. Und ihr Lieben, das ist Peak Time Trends Essentials für euch. Auf geht's! Episode 17. You and me tonight.
los, Freunde. Knackige Beats hier, direkt bei uns vom DJ-Pult. Und herzlich willkommen damit nochmal alle da draußen natürlich hier, die zuschauen und zuhören und hier mitmachen. Ganz fleißig bei Peak Time Trance Essentials und hier die neuesten Tracks mit uns genießen. Mal schauen, was die Trance-Welt hier Neues zu bieten hat. Und vergesst nicht, das Video schon mal zu liken, das Ganze gerne zu teilen und natürlich bei Instagram hier das Ganze mal zu pushen. Da sind wir euch sehr verbunden. Und falls der eine oder andere wirklich noch nicht wissen sollte, wo er hier gerade ist. You're listening to Peak Time. So sieht's aus. Mit meiner Wenigkeit. Mr. Eagle Wing und Epix hier. Derzeit noch in der Bild- und Tonregie. Da lacht er noch. Peaktime-TranceEssentials.com.
und wir gehen direkt in die Vollen. Liebe Freunde da draußen, liebe Zuhörer, Zuschauer. Und hier haben wir ein bisschen was Neues von Suanda Bass. Label von Roman Messer. Und das ist Dennis Dread mit Minsk. We'll be right back.
It's you and me against the world. We can be the sound of a million stars awaken. We can leave the ground with the dreams that we've been making. We'll survive this violent life. Ja, ne? Meine beiden ersten, sehr entspannt. Gab ein bisschen was von LTN und Christian Burns. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen zu dem hin, was wir in Utrecht erlebt haben. Ja? Ja. Toll. Welcome to the main stage.
yours.
This is Peak Time. Ja, Leute, eben schon angekündigt, hier geht's Schlag auf Schlag. Und zwar richtig nach vorne. Neues von Entrancing.
so ist das hier bei Picta and Trans Essentials. Hier wird auch mal ein Foto gemacht während der Sendung und live gepostet. Das könnt ihr übrigens gerne auch tun und natürlich das Video liken, wie immer. Darum geht's hier. Spaß haben. Teilt das Ganze, kommentiert das. Und wir geben hier Gas. Also ganz kurze Randnotiz an euch. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht im Sofa bei einem schönen Getränk. Denn spätestens jetzt müssen Kompromisse gemacht werden.
wir erleben da draußen. Time flies by. So viel kann man nur sagen. Und wir kommen hiermit zum ersten Highlight unserer Sendung. Die eifrigen Zuhörer und Zuschauer wissen es. Der Peak of the Week, unser Track der Woche. Ihr wisst, es gibt einiges, was wir hier durchhören, in Klammern müssen. Und das ist schon ein ganz gutes Ding, was wir heute für euch rausgesucht haben. Und zwar Elko mit Mexico City. Listen, feel, enjoy. Of the Week, natürlich nur für euch da draußen. Und damit nochmal herzlich willkommen allen hier. Welcome! Entschuldigung. Das hat mich so ein bisschen an Scooter, dieses Wicked! No. This
Tracks, liebe Freunde, natürlich wie immer hier für euch unter dem Video, beziehungsweise in dem Video hier mit allen brandheißen Neuigkeiten und natürlich später als freie Hörversion auf mixcloud.com. Dort könnt ihr alle Infos ziehen und euch natürlich das Teil anhören, so oft es euch beliebt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr hier einen Daumen drauf lasst auf dem Video. Das Ganze teilt und in die Welt verbreitet, neue Leute einladet. Und gerne natürlich hier einladet, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ihr Lieben, das ist Peak Time Trance Essentials. Und das war hier mein zweiter Vlog. Mein Name ist Eagle Wing und das hier neben mir ist der Kollege Epix. Und mit diesem wird es auch gleich weitergehen, denn wenn ich hier auf meine Übersicht schaue, aber ziemlich genau die Hälfte, wir liegen gut in der Zeit, mein Lieber, gut in der Zeit. Aber eins steht fest, wir wollen euch natürlich hier noch eine Stunde länger verwöhnen und darum geht es. Und eins ist wie immer klar, oh, für treue Zuhörer der Szene, hier geht es gleich nochmal richtig zur Sache. 5 BPM nach oben. Aber erstmal mit geilem neuen Zeug hier aus dem Hause Estate of Trance. Das ist Farios mit You Should Know. Geile Nummer, nur für euch. We'll be right back.
colors in my heart. None but a whisper in the shadow of the dark. And I aber jemand gute Laune, glaube ich. Was ist denn hier los? Kaum ist man einmal kurz nicht da, drehen schon wieder alle durch. Alter, das ist aber auch eine so geile Nummer. Das ja, ist das unfassbar. Stimmt, das muss man sagen. Und wie immer die besten Scheiben, ihr Lieben, für euch da draußen hier bei Peakcamp Trans Essentials mit FX und meiner Wenigkeit Mr. Eagle Wing. Wir sind in der zweiten Stunde angekommen und das heißt, erfahrungsgemäß gibt es hier ein bisschen mehr Gas und ich bin gespannt, was der Kollege gleich noch auf die Plattenteller bringt und ihr könnt es auch sein. Ja, die Leute, die bei Estate of Trance waren am vorletzten Wochenende, glaube ich, was? Ich habe nicht mehr so viel. Der 23. war es. Ich weiß es ganz genau, weil ich lag zu Hause. Ich lag zu Hause. Ja, und die nun folgende Scheibe habe ich auf drei verschiedenen Floors gehört. Und ich war total begeistert. Ich war wirklich hin und weg, weil das ist eine alte Nummer neu aufgemixt. Ein neuer Remix. Selbst der Armin hat sie gespielt. Selbst deswegen Armin. Löse ich jetzt den Ja, er hat sie tatsächlich gespielt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Da können wir ja gespannt sein. Und das Ganze klingt so. Zu geil. This is Peak Time.
Big Time Trance Essentials. Listening to Peak Time. This time's Peak Time Warp. Is it not beautiful to watch the sunrise, and see the dark explode with light? This time's Peak Time Warp. Tja, Leute. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja. Aber es war irgendwo klar, dass diese Scheibe irgendwann hier kommen musste. Und dass die Wünsche irgendwann hier übereinstimmen waren, war auch klar. Und ihr Lieben, ich würde sagen, für euch da draußen, Peak Time Trance Essentials mit einem schönen Klassiker, Jordan & Baker, Explode. Schöne Grüße an Sean.
Time Warp. Double F Studios, Minden, Germany. Also Leute, falls ihr euch immer fragt, was wir uns hier so erzählen, von dem, was ihr da draußen nicht mitbekommt, ich habe ihm gerade gesagt, jetzt geht's ab. Und so wird's sein, liebe Freunde. Neuer Alex Morph auf Vended Records. Ich habe es gerade geschrieben im Chat. Take my breath. Welcome to the uplifting hour of Peak Time Trance Essentials. With Eagle Wing and Epics. If it helps you heal.
Ja, Leute, so wie ich höre, bin ich hier oben in der mittleren Kamera, die Moderationskamera. Und der Epix sagte gerade zu mir, Mensch Frank, ist die Scheibe nicht großartig? Ja, lieber Heiko, lieber Epix, du hast ja so recht. Ihr Lieben, das ist für euch Peak Time Trance Essentials. Und das ist für euch Mr. Alex Morph, Take My Breath. Ab geht's, here we go! We'll be right back.
Ja, Leute, mein Kollege macht hier merkwürdige Bewegungen. Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr Trackwünsche habt, yourwish@peaktime-transessentials.com. Ja, er fährt hier wieder Rollstuhl, das macht er manchmal. Ja, macht er. Manchmal macht er's. Und schreit dabei, ja, macht er. Leute, Mr. Davey Asprey, neue Scheibe. Aftermath. Und hier geht's jetzt weiter mit Mr. Giuseppe Ottaviani. Richtig geiles neues Zeug am Start. Also seid gespannt. Und wie eben schon erwähnt, eure Wünsche gerne hier in der Show unter yourwish@peaktime-transessentials.com.
Jawohl, liebe Zuhörer da draußen. Das war's hier von meinem letzten Turn für heute. Und hier haben wir nochmal was Neues aus dem Hause Entrancing. Auch mein Plattenlabel, auf dem ich Sweet Increase
released habe. Und das ist Flowey mit Butterfly im Alex Wright Remix. Mega Teil, hört's euch an. Und damit bin ich hier raus für den Mix heute und werde gleich noch ein bisschen Bild- und Tonregie übernehmen. Und der Kollege zieht natürlich hier nochmal richtig 20 Minuten vom Leder. So viel steht fest. Ja, hat er gesagt. Ihr Lieben, vielen Dank für den Support bis dahin. Toll, dass ihr so zahlreich wieder eingeschaltet habt. Haut das Gefällt mir für das Video raus, teilt das Ganze und wie immer Instagram und überall. Big Time Trans Essentials. Ja, das ist der Name dieser Show. Von und mit meiner Wenigkeit Mr. Eelwing and Epics. And the one and only Alex Lück, das ist der, der hier mal reinflüstert. Big Time Trans Essentials. Und das, ihr Lieben, das ist Uplifting zum Genießen. Also eine Rutsche haben wir noch.
is Peak Time. Ja. Der Schluss ist immer das Beste. Ach ja. Also Leute, Epix gibt hier nochmal richtig Gas, ihr seht es schon. Er tanzt hier durchs Studio, wie verrückt. Und so wie ich das hier sehe, hat er noch ein Scheibchen für euch. Zwei, natürlich. We'll be right back.
ich das gerade so höre, bei der Gelegenheit eine kurze Anekdote zur State of Trance. Wir haben uns dann mal auf dem Goa-Floor verirrt. Hat Snyder auf, nee, gar nicht wahr, White Noise aufgelegt. Unfassbar. Der Herzrhythmus ging durch die Decke. Aber so ein geiler Sound. Und ich mag ja diese leichten Goa-Touching-Sachen ganz gerne mal so. Floating round the stratosphere, no gravity to pull you here. Million miles apart, even when you are so near. Illuminate your darkest hour, light is all around us. Can you see me from afar? From the sky, I am falling from height.
Studios Minden, Germany. This is Peak Time. Ja, Lieben. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und leider ist heute noch nicht die 25. Sendung. Wir machen 4 Stunden. Ja, das ist wirklich sehr schade, aber man soll, wie ihr es aus dem wahren Leben kennt, natürlich immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben ein bisschen schon überzogen für euch extra hier. Viertelstündchen. Und der Kollege baut hier noch den Loop ein. Ja, der klingt aber gerade echt gruselig. Das macht nichts. Wir können den auch einfach leiser schalten. Das könnte ich machen. So. Ja, ihr Lieben, was bleibt zu sagen? Das waren 2 Stunden 15. Richtig, richtig coole Power mit euch zusammen. Das hat wieder richtig Spaß gemacht, wenn man hier in den Chat guckt. Man ist hier einfach live dabei. Leute, wir freuen uns wirklich alle 2 Wochen drauf oder in den 2 Wochen auf den nächsten Termin drauf. Es macht mega, mega Spaß. Das muss man einfach mal so sagen. Und wir sind natürlich, Heiko hat es mir gerade eben geflüstert während des Auflegens hier, bestrebt, dass wir das Ding einfach nochmal richtig nach vorne bringen, zum Explodieren bringen. Einfach nochmal ein paar mehr neue YouTube-Abonnenten hier reinkriegen in das ganze Thema, das Ganze weiter ganz teilen, genau, und so weiter. Wir werden richtig nach vorne gehen und ihr seid die Base. Die Leute, die jetzt hier dabei sind, das muss man wirklich sagen, das ist die Base, damit wir hier richtig nach vorne marschieren können. Und Base ist hier, wenn ich das mal so sagen darf, Base, auch Base in the Face, Minden. Ja, Base in the Face, Minden, ist hier auch ein Thema gewesen. Denn einer aus dieser Base, aus dieser Fanbase, aus dieser Fangruppe, und da gibt es tatsächlich nicht nur Fangruppen hier im Internet, sondern auch bei WhatsApp und anderen sozialen Medien, hat sie hier mächtig, mächtig nach vorne getan und sich quasi qualifiziert, ihr Lieben, um einfach hier mal von uns ins Studio eingeladen zu werden. Und ja, wir sind sehr gespannt. Wir sind wirklich sehr gespannt. Aber ich habe es eben im Chat schon gesehen, er hat ein bisschen Bammel gehabt und angekündigt, dass er gerne eine Verstärkung mitbringen will. Das machen wir gerne, lieber. Und jetzt fällt dein Name, Patrick. Du bist hier herzlich gerne eingeladen in 2 Wochen, beziehungsweise in 4, bei der übernächsten Sendung am 4.4.2019 hier im Studio live dabei zu sein, hier Rede und Antwort zu stehen mit der Fanbase, was ihr dort alles macht. Ja, dann werden einige Fragen gestellt. Einige Fragen. Und das kann unangenehm werden. Ja, für dich im Studio. Für dich, Mr. Für mich? Ja. Achso. Oh, ja, ihr Lieben. Jetzt müsste eigentlich so ein Jingle kommen hier. Der Tusch vom Karneval. Das mache ich das nächste Mal damit rein, dann passt das schon. Dann wirst du dich wundern. Nein, was bleibt? Ist die Erkenntnis, dass das wieder eine tolle Sendung war heute Abend mit euch. Leute, hat Spaß gemacht. Wirklich, Spaß gemacht. Wir auch eben so gedacht haben, also mittendrin haben wir mal so rein gefühlsmäßig heute Abend hier gedacht, boah, das zieht sich irgendwie wie so ein
Ja, wie so ein Kaugummi quasi. Und jetzt die letzte halbe Stunde, die flutscht dann wieder so, wie es eigentlich immer so gewohnt ist hier. Zwei Stunden sind, wie ihr es gerne zu sagen pflegt hier in der Community, deutlich zu wenig für einen Abend. Aber wir haben uns diesen zwei Stunden verschrieben und vor allen Dingen werden wir in absehbarer Zeit bei den gewissen Feierlichkeiten und Sondersendungen, wenn es dann mal was zu feiern gibt oder irgendwas Besonderes gibt, dann dementsprechend mal eine Stunde draufpacken oder vielleicht sogar zwei Stunden draufpacken. Im Jemix sowieso immer vier Stunden, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Und vielleicht, ganz vielleicht, haben wir dann auch hier musikalische Verstärkung nächst im Studio. Und dann gibt es wieder eine XL-Sendung hier von Peak Time Trance Essentials mit einem Guest-Mix von einer Stunde. Ja. Ihr könnt euch freuen, es gibt immer was Neues zu berichten und es wird auch in Zukunft nicht langweilig werden. Und immer viele Neuigkeiten, das steht fest. Heiko hat es gerade gesagt, alias Epics, und hier wird eine Menge passieren, das steht fest. Vielen Dank, dass ihr so treu dabei seid einfach hier. Und dass ihr uns gewogen seid. Ja, das ist ja dein geflügeltes Wort itself, dass ihr hier uns so gewogen seid und das macht richtig, richtig Spaß und wir freuen uns auf Patrick, ich muss es nochmal sagen, in vier Wochen geht's hier rund, dann haben wir Studiogäste dabei, das erste Mal hier quasi eine Interviewsituation wieder live im Studio, außer den DJ, der einen Gastmix macht oder hier ein Interview gibt, und da freuen wir uns richtig drauf, hier live, News aus dem Studio und einfach hier nach ganz vorne genau. Und wir haben Bock auf euch, auf das, was hier passiert, und alle Infos, alle News, Updates könnt ihr natürlich ziehen hier in dem Video unten unter YouTube in der ganzen Informationsspalte. Und ansonsten natürlich auf Mixcloud könnt ihr das Ganze wieder runterladen. Ab übermorgen wieder verfügbar. Das Ganze in Bild und Ton. Und wenn ihr ansonsten Wünsche, Anregungen, Sorte. Ja. Also wenn ihr Sorte habt, dann könnt ihr gerne an yourwish@peaktime-transessentials.com eure Sorte einfach schicken. Schick und dann mal. Wissen wir Bescheid. Ja. Welche Sorte wollt ihr denn? Wir sortieren das dann aus. Genau, wir sortieren es denn dann aus. Und eure Wünsche sind hier. Herzlich willkommen bei uns. Und wir bringen es in die Sendung mit rein. So wie heute den Peak Time Warp Jordan & Baker Explode. Wahnsinniges Teil. Auch an dieser Stelle nochmals Grüße an Jordan & Baker. Grüße an Sean. Ne? Und ich hoffe, du hast das gesehen und oder guckst es hier nochmal an. Ich verlinke dir das einfach. Ja. Nicht, dass ich viel ist quatsche. Ist ja heute so einfach. Aber da fällt es mir natürlich ein. Wir haben vorletztes Jahr haben wir die Mango Maniacs Mega Revival Party in der Music Box in Minden gestartet. Und da war er auch zugegen. Mr. Jordan Baker hat die Scheibe natürlich gespielt. Und wo wir gerade bei Partys sind, ich habe gehört, in Minden gibt es auch eine kleine Aftershow-Party. Es gibt ein riesen DJ-Event. Ja, es gibt in Minden. Am 15. drin, kann ich jetzt schon mal sagen. Im Markt 15 in Minden, das ist quasi von einigen unserer DJ-Freunde und auch von uns beiden hier eine Resident-Location, bei der wir immer wieder sind. Und wir haben uns aufgrund des Geburtstages des Inhabers dazu entschlossen, ein DJ-Event davon zu machen. Das gibt es am 15.03. 8 oder 9 DJs, 8 sind wir, glaube ich, an dem Abend. Werden dort auflegen, verschiedene Musikrichtungen und so weiter und so fort. Der Herr, das sind 17. Eaglewing wird noch späterer Stunde dann zu uns stoßen. Und deswegen werde ich auch relativ spät auflegen und wir wollen mal gucken, ob wir dann da nicht so eine Dreiviertelstündchen oder Stündchen Peak Time Trance Essentials in den Markt 15 verpflanzen können und mit euch dann, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen live quasi dann abfeiern. Ne? Also ich habe da Bock drauf, jetzt schon. Ich weiß schon jetzt, was ich spiele. Es ist mit Sicherheit eine Scheibe von hier dabei, hundertprozentig sogar. Und es sind die beiden Scheiben dabei, die ich heute nicht spielen durfte. Konnte. Ja. Aber wollte. Freut euch drauf. Ja. Wird geil. Das denke ich auch, ihr Lieben. Also viel, viel gesagt. Und ich habe es heute irgendwie halbwegs überstanden mit meinem kaputten Fuß. Eine Runde Mitleid nochmal in die Runde. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das erste Video, was Patrick Rodax uns hier eingesandt hat von der State of Trance. Wir haben noch ein zweites Video dabei. Das wird es natürlich auch nochmal hier im Nachgang geben. Mhm. Lieber Sascha, das muss ich dazu erwähnen. Das hast du uns eingeschickt. Das soll natürlich hier nicht vorenthalten werden. Geil, geil, geil. Ich sag's jetzt ganz offen und ehrlich, mir hat das Herz geblutet, als ich am Fernseher saß. Ja. Und ich habe es live verfolgt im Stream. Er hat mir Nachrichten geschickt auf YouTube. Handy, auf YouTube. Und ich will gar nicht sagen, wie ich das ganze Thema hier in den Griff bekommen habe, mit welchen Mitteln und wie auch immer. Ja. Aber es war toll zu sehen, was da los war und einfach toll zu hören, welche Eindrücke da gesammelt wurden. Ja. Nächstes Jahr wieder dabei zur State of Trance 950 mit Armin van Buuren and Friends. Und bis dahin haben wir auch einige weitere Episoden natürlich gedreht. Peak und Time. Peak Time ist das Thema. Peak Time. Und nächstes Mal in zwei Wochen, ihr Lieben, da sehen wir uns wieder. Und dann ist es erstmal die Nummer 18. Ich kann das auch. Das glaube ich dir.
Ja. So. Nummer 18 ist Thema, ihr Lieben. Nächste Ausgabe und dann genau. Geht's auch ganz, ganz steil schon auf die 20 zu. Da darf ich schon vorwegnehmen, gibt's ein Special, was diese Folge anbetrifft, was Peak Time anbetrifft und mehr wollen wir nicht verraten. Und in diesem Sinne sind sagen wir an dieser Stelle tschüss, ciao tschüss. Und auf Wiedersehen. Eagle Wing and Epics from Peak Time Trans Essentials. Stay tuned.